Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autophorie und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Girls Review. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr habt euch eine neue Girls Review gewünscht und euer Wunsch ist mir Befehl. Und genau dafür habe ich mir ein ganz besonderes Fahrzeug rausgesucht und gesagt, Fabian, ist schon okay, das mache ich alleine. Und zwar handelt es sich dabei um das neue Porsche 911 Cabriolet. Und ob ihr es glaubt oder nicht, bei diesem Fahrzeug handelt es sich tatsächlich im Prinzip um die Basis. Nur mit Extras. Wir starten wie immer mit dem Design und zwar hier vorne an der Front und man sieht es direkt. Wir haben nicht wirklich große Veränderungen, aber insgesamt wirkt das Fahrzeug doch deutlich breiter und vor allen Dingen moderner. Und damit ist, und das liebe ich eben an Porsche, ist sich Porsche auch wirklich treu geblieben. Die im Prinzip größte Veränderung ist, dass hier oben dieser Bereich nun eine doch recht gerade Kante bildet und es ist praktisch schon Retro. Wenn ihr euch so 1, 2, 3, 4 Modelle zurückerinnert, ja, das hatten wir früher schon mal beim 911 Cabriolet, beziehungsweise beim 911 generell. Darunter versteckt sich dann der Kofferraum. Ich öffne ihn einmal kurz und dann seht ihr ein Ladevolumen von 132 Litern. Ihr seht, ein, zwei Taschen passen durchaus rein, aber klar, bei diesem Fahrzeug kommt es darauf auch gar nicht so an. Links und rechts seht ihr dann die Scheinwerferpatronen in ganz klassischem Design. In unserem Fall haben wir jetzt hier übrigens die LED-Matrix-Scheinwerfer. Serienmäßig kommen allerdings schon LED-Scheinwerfer daher, dann mit 4-Punkt-Tagverlicht. Ganz klassisch, dann vorne rechts der Tankdeckel. Wir werfen jetzt aber einen Blick auf die Felgen bzw. auf die Reifen. Serienmäßig kommt das Cabrio mit 19 vorne und 20 hinten an Felgen. Wir haben jetzt die etwas größere Version, nämlich mit 20 vorne und 21 hinten. Und wir haben außerdem noch die Felgen selbst lackiert in dieser satinierten Oberfläche. Zweifarbig, definitiv sehr elegant. Im Übrigen könnt ihr es nicht sehen, aber im Radkasten verstecken sich noch Sensoren, die messen, ob Wasser in den Radkasten hineinkommt. Und falls dem so ist, aktiviert sich automatisch und serienmäßig im Übrigen der Wet Mode. Das heißt, der Fahrer wird dazu angehalten vom Fahrzeug, doch bitte den entsprechenden Modus für Nässe eben zu wählen. Muss er dann aber nicht, wenn er nicht möchte. Übrigens nennt sich die Lackfarbe, die wir hier haben, Carrara Weiß Metallic. Nicht Carrera, so wie ich es früher immer falsch gesagt habe. Und wir haben hier ein Verdeck in diesem Bordeaux-Rot. Diese Farbe werdet ihr gleich noch im Innenraum sehen. Und es ist definitiv eine mutige Kombination, die einen Hingucker bildet. Wem das nicht gefällt, der muss natürlich kein rotes Dach haben. Dann werfen wir einen Blick auf das Heck, das ja in diesem Fall doch wirklich sehr, sehr wichtig ist. Denn darunter verbirgt sich der Motor. Und dementsprechend haben wir hier diese Öffnung, um Luft rein bzw. rauszustoßen, die wir ja zum Betrieb brauchen. Da das Ganze aber auch ein sehr großer Hingucker ist, hat Porsche es schwarz und Hochglanz abgesetzt. Genauso hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich denn überhaupt Designer für Fahrzeuge wäre. Das wäre sehr cool. Darunter sehen wir dann das durchgehende Lichtband, bekannt von Porsche, allerdings noch nicht beim 911 Carrera, also hier sozusagen zum ersten Mal mit dabei. Und wenn wir dann den Blick weiter nach unten schweifen lassen, sehen wir, dass wir bei unserem Testwagen hier die optionale Sportabgasanlage haben. Die verändert zum einen die Optik, denn wir haben jetzt anstatt eckige runde Rohre, die dann auch noch silber abgesetzt wurden. Aber selbstverständlich ändert sich auch der Klang. Also ich habe jetzt mal die Motorhaube geöffnet und zugegebenermaßen viel sieht man nicht wirklich. Aber ich kann euch sagen, darunter in diesem schwarzen Bereich, den ihr dort sehen könnt, da versteckt sich das Herzstück. Ein 3-Liter Boxermotor mit Biturbo-Aufladung. Der bringt dann ganze 385 Pferdchen mit sich und erreicht damit eine Spitzengeschwindigkeit von 291 km/h. Und das Ganze offen. Wie sich das Ganze dann anfühlt, bei 291 km/h in einem offenen Cabrio zu fahren, ist vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber es ist auf jeden Fall eine Spitzenzahl. Und von 0 auf 100 schafft es das Cabriolet in 4,2 Sekunden. Und wenn wir 200 fahren möchten, dann braucht es dafür nur 14,9 Sekunden.
Sekunden. So, und dann werfen wir mal einen Blick in den Innenraum des guten Schmuckstücks hier. Und wir starten wie immer bei den Sitzen. Selbstverständlich haben wir Sportsitze hier. Wie sollte es anders bei so einem Fahrzeug sein? In Vollleder. In der Mitte ist das Ganze perforiert. An den Seiten ist es dann komplett glatt bzw. nicht perforiert geblieben mit passenden Ziernähten. Die Farbe dieses Leders nennt sich übrigens Bordeaux-Rot. Und wir können selbstverständlich, wenn wir dann möchten, gegen Aufpreis eine Sitzheizung sowie eine Sitzbelüftung bekommen. Und beides kann ich bei einem Cabriolet mit Leder einfach nur empfehlen. Die zweite Lederfarbe, die wir hier außerdem haben, ist schwarz. Das sehen wir vor allen Dingen dann hier im Dashboard, aber zum Beispiel auch in den Türen oder aber hinten. Und da ist nochmal dieses Bordeaux von den Sitzen sehr schön aufgegriffen worden. Das heißt, wir haben hier nochmal hier eine abgesetzte Ziernaht. Finde ich sehr schön, dass das Ganze immer noch mal so sich widerspiegelt. Weitere Materialien sind zum einen Hochglanz, ja, seht ihr hier in der Mittelkonsole vor allen Dingen. Aber wir haben auch noch hier diese Optik, die wirklich so eine ganz interessante Haptik mit sich bringt. Sie ist im Grunde noch mal aufgegriffen worden, und zwar bei den Schaltwippen oder auch hier bei einem kleinen Schaltknauf, den wir haben. Wem das hier übrigens nicht so zusagt mit diesen Schaltwippen, Fabian ist zum Beispiel nicht so ein Fan davon, der kann das selbstverständlich auch noch anders gestalten. Also überall gibt es Variationsmöglichkeiten, das ist bei Porsche selbstverständlich. Und wo wir den Blick gerade schon beim Dashboard haben, schauen wir uns doch direkt mal zwei Sachen an. Zum einen haben wir das Sport-Chrono-Paket und dementsprechend thront dort hinten die klassische Porsche-Uhr. Ich persönlich möchte sie nicht missen. Das Paket bringt dann allerdings nicht nur das mit sich, sondern wir haben dann hier noch den kleinen Drehknopf und alles wird einen Tacken schneller. So viel sei gesagt. Und das Zweite, was ich euch hier gerne zeigen würde, ist unsere Kommandozentrale. 10,9 Zoll misst die und ist serienmäßig mit dabei. Serienmäßig dann auch Apple CarPlay sowie ein LTE-Modul. Und ebenfalls serienmäßig sind zwei weitere Bildschirme, einmal links und einmal rechts mit jeweils 7 Zoll. Bin ich schon? Darf ich schon? Ist schon. Ich bin schon, ich darf schon. Schon live. Ich bin live. Hi. Okay. 21 Grad, Sonnenschein, das Verdeck war in 12 Sekunden offen. Ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, um zum eigentlichen Teil des Videos zu kommen, nämlich dem Fahren. Dem, was dieses Fahrzeug wirklich ausmacht, was das Fahrzeug wirklich auf die Probe stellt. Design und so ist ja immer ganz nett, aber Emotionen zählen dann doch im Endeffekt mehr, gerade bei einem sportlichen Fahrzeug. Oh, jetzt. Es kommt eine, wir fahren 50, es kommt eine 70er-Zone. Ich habe nicht voll durchgedrückt und das war schon schön. Ich fahre jetzt allerdings im normalen Modus und ich muss ja sagen, ich bin ein ganz großer Fan von dem kleinen Rädchen und von dem Sportmodus. Ihr habt es gehört, da kommt die Abgasanlage raus. Ein wunderschöner Klang, wie ich finde. Ach, und es ist einfach so ein schönes Geräusch und man freut sich einfach direkt. Das ist ganz abstrus, dass es auch nie aufhört irgendwie. Okay, lange noch rumgekaspert. Wie fährt sich das Fahrzeug? Selbstverständlich toll. Ich meine, die Verarbeitung bei Porsche, die Motoren, das Fahrgefühl, die Emotionen. Das ist einfach meins und es gefällt mir und es ist immer eine runde Sache und selbstverständlich auch hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn schon Cabrio, dann auf jeden Fall ein sportliches Cabrio. Dann hat man einfach auch so ein Feeling noch mit dabei. Im Übrigen habe ich die Haare mal extra für euch offen gelassen. Ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt, aber meine Haare bewegen sich kaum. Das Windschutz ist oben, das geht hier per Knopfdruck. Und zusammen mit den Scheiben, die jetzt noch oben sind, habe ich mit offenen Haaren gar kein Problem. Also die Zeiten mit, danach ist die Frisur zerstört, das ist vorbei. Also Komfort gibt es hier bei Porsche auch im Cabrio. Die Frisur sitzt auch ohne Dreiwettertaft. Während wir hier so ein bisschen vor uns hinfahren müssen, bei 50 leider nur, es ist aber trotzdem wirklich sehr entspannt. Also man kann auch langsam mit dem Fahrzeug fahren, klar. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Möchte ich euch ganz kurz erzählen von einem kleinen, sehr praktischen Detail. Denn wir haben hier ein Liftsystem, den ich per Knopfdruck bedienen kann. Damit kann ich das Fahrzeug 40 mm anheben vorne, beziehungsweise dann entsprechend auch wieder absenken. Und der Clou dabei ist, ich kann das Ganze einprogrammieren und abspeichern. Wenn das Navigationssystem also von mir einmal gesagt bekommen hat, an dieser Stelle machst du bitte die Front um 40 mm höher, dann macht es das immer an dieser Stelle.
für diejenigen, die sich fragen, wo braucht man das denn? So ein Drempel, der ist ja dann eher mal so auf einer Straße. Man braucht das nicht nur bei den Drempeln, wie die Holländer sie nennen, so nenne ich sie auch, sondern man braucht es zum Beispiel bei meiner Garage. Super praktisch. Außerdem erwähnenswert ist, dass wir, klar, verhältnismäßig zu Allgemeinfahrzeugen recht viel verbrauchen. Es ist nun mal ein Sportflitzer, aber eben für diese Kategorie Sportflitzer gar nicht mal so viel verbraucht wird. Gerade in der Stadt habe ich gemerkt, wir fahren ja hier die Automatikversion, dass er zum Teil in den siebten Gang geschaltet hat und wirklich dann so bei 1000 Umdrehungen einfach vor sich hin gedümpelt ist. Das ist natürlich dann auch dementsprechend ein Spritersparnis. Im Übrigen könnt ihr auch tatsächlich Handschalter bekommen, wenn ihr möchtet. Das hat mich persönlich sehr gefreut. Die sind oft nur im Ausland verfügbar, aber nein, auch in Deutschland. Wenn man sportlich fährt, möchten da einige von euch sicherlich nicht drauf verzichten. Also das war auch eine richtig freudige Nachricht. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Härtetest für meine Haare. Wahnsinniger, spaßiger Ausflug jetzt für mich. Wir fahren auf die Autobahn. Wir fahren auf die Autobahn. Übrigens, wenn man Porsche fährt, machen alle einem automatisch Platz. Das ist ganz praktisch. So, die drei Striche, die drei berühmten Striche. Selbstverständlich sind die Windgeräusche groß, weil wir einfach das Verdeck offen haben. Aber es ist wirklich überhaupt nicht, dass ich sage, boah, mir scheppern jetzt die Ohren. Und das, obwohl der komplette Oberteil weg ist, finde ich schon echt sehr gut gemacht, zusammen mit dem Windschutz. Ihr habt es gesehen, nur die eine Strähne hier links hat sich wirklich nach oben gedreht. Mehr nicht. Echt gut konstruiert. Und ihr müsst euch überlegen, das ist der kleine Motor, ne? Da geht theoretisch noch viel, viel mehr und in dem steckt schon so viel drin. Macht echt Spaß. Es macht richtig Spaß. Ist so. Ist teuer, aber ist so. Das Porsche 911 Cabriolet startet bei 117.000 Euro. Momentan, dank die Mehrwertsteuersenkung, Tacken billiger. Und der Testwagen, den wir hier stehen haben, der kostet 154.000 Euro, so ungefähr. Dank der Mehrwertsteuersenkung auch hier 5.000 Euro gespart. Es ist natürlich ein wahnsinnig teurer Spaß, da muss ich euch gar nichts zu sagen, aber es ist eben auch ein Porsche. Und dementsprechend kauft man sich nicht nur ein edles, hochwertiges Designelement, sondern auch sehr, sehr viel Fahrspaß. Also wenn ihr euch diesen Traum erfüllen möchtet, möchte ich euch erstmal gratulieren. Zweitens bin ich neidisch und drittens kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das war es auch schon mit diesem Video und dementsprechend mit diesem Schmuckstück. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und dass ihr euch über eine weitere Girls Review gefreut habt. Wenn dem so ist, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und lasst direkt noch ein Abo da. Ihr könnt es auch sehr gerne auf Instagram folgen. Ich hoffe so oder so, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Passt bitte gut auf euch auf. Bis dahin. Ciao.